Tag, herzlich willkommen in meiner Küche in Langelsheim. Da wohne ich. Ich berichte ja sonst immer aus meinem Garten für die Goslarsche Zeitung. Aber heute mal zum Thema der Woche Kekse. Habe ich alte Kochbücher rausgesucht, die ich geerbt habe. Und zwar zum einen das Kochbuch des Badischen Frauenvereins. Den gibt es schon ganz lange nicht mehr. Der ist 1937 aufgelöst worden. Und dann von der bekanntesten Köchin Deutschlands, von Henriette Davidis, auch ein altes Kochbuch. Das ist ungefähr 1915 erschienen und das andere hier ist von 1922. Entsprechend sind die Zutaten und die Maße. Man muss auch gut rechnen können. Vorbereitet habe ich Schokoladenplätzchen. Heute würde man wahrscheinlich Makronen sagen, weil da ist kein Mehl drin, sondern gemahlene Mandeln und vor allen Dingen Eischnee. Und das nennt sich Weihnachtsgutzele, auch badisch. Zubereitet wurde das Ganze damals natürlich in einer großen Schüssel oder in einem hohen Gefäß. Den Eischnee schlug man entweder von Hand mit einem Besen, was ziemlich anstrengend war. Später gab es dann dieses Gerät. Damit ging es etwas schneller. Und dann natürlich den klassischen Kochlöffel. Aber damit arbeiten wir heute nicht. Ganz so authentisch wollen wir es dann doch nicht machen. Ich hole jetzt gleich meine Küchenmaschine vor. Schmecken tut schon mal. Fertigen, aufs Blech gesetzten Plätzchen kommen bei 160 Grad Umluft in den Ofen und müssen 20 Minuten drin bleiben. Während die ersten Plätzchen jetzt im Ofen schon mal backen, kümmere ich mich um das zweite Rezept. Dieser Teig ist etwas schwieriger zuzubereiten, weil die Butter sehr schaumig gerührt werden muss. Das dauert seine Zeit. Das Originalrezept für diesen Teig geht eigentlich mit Trockenei. Das verwendet man natürlich heute in der normalen Küche nicht mehr, höchstens in der Lebensmittelindustrie. Deswegen muss man mit der Konsistenz etwas probieren und mit der Mehlmenge und Eimenge vor allen Dingen auch. Ich habe jetzt schon mal was angerührt, aber irgendwie ist das immer noch nicht so richtig. Deswegen will ich noch mal versuchen, da ein bisschen Mehl rein zu kneten. Diese Kekse gebe ich jetzt bei 180 Grad Umluft in den Ofen. Für 10 Minuten. Ja, fertig. Schmecken lecker und sind eigentlich relativ einfach zuzubereiten. Die richtigen Rezepte, also die genauen Rezepte mit Mengenangaben, finden Sie in der gedruckten Ausgabe der GZ. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.